Die Antwort der Altacher lässt nicht lange auf sich warten. Diese Szene, Alexander Kofler und dann Hannes Aigner, der spekuliert damit, dass Kofler noch einmal den Schritt zurück macht, um anzulaufen. Und das passiert dann auch tatsächlich, sollte aber einem Bundesliga-Keeper natürlich nicht passieren. Viel Platz, viel Zeit für Kofler und dann schießt der Aigner an und kassiert diesen Treffer. Eine Minute 36 Sekunden nach dem 0:1 kann Altach also vor eigenem Publikum, wenn noch etwas